Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir reden über einen Antrag, der einen Weg ebnen soll, einen Verfassungsauftrag einzulösen. Und zwar, bevor dieser 100 Jahre bestehen wird. Es geht nicht um den Glauben von Menschen. Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Sie soll und wird durch den vorliegenden Antrag nicht angetastet. Das ist mir auch angesichts der Geschichte meiner Partei ausgesprochen wichtig, hier zu erwähnen. Der Artikel 140 Grundgesetz macht den Artikel 138 Weimarer Reichsverfassung zum Bestandteil des Grundgesetzes. Die Weimarer Reichsverfassung stammt aus dem Jahr 1919 und der Artikel lautet: Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgemeinschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Es geht mithin um die Zahlungsverpflichtungen des Staates an die Kirchen für die vor über 200 Jahren enteigneten kirchlichen Besitztümer. Über das ausgesprochen sinnvolle und hilfreiche Portal www.kleineanfragen.de lässt sich leicht herausbekommen, welchen Umfang diese Zahlungsverpflichtungen ausmachen. Knapp 13 Millionen Euro 2015 im Jahr Schleswig-Holstein. Etwas mehr als 24 Millionen Euro in Sachsen im Jahr 2015. Knapp 24 Millionen Euro im Jahr 2016 werden im Jahr 2016 in Thüringen fällig. In Berlin wurden im Jahr 2014 knapp 11 Millionen Euro an Staatsleistungen gezahlt. Wir wollen nun mit unserem Antrag, dass eine Kommission zunächst prüft und bewertet, inwiefern die sogenannten Säkularisierungsverluste durch die seit 1919 gezahlten Leistungen angemessen ausgeglichen wurden und dann Vorschläge unterbreitet, welche Konsequenzen der Gesetzgeber im Hinblick auf den zukünftigen Umgang mit diesen Zahlungen aus der Evaluierung ziehen sollte. Wir sind also nicht mehr ganz so revolutionär wie noch in der vergangenen Legislaturperiode. Da hatten wir nämlich einen Gesetzentwurf zur Ablösung der Staatsleistung vorgelegt. Den haben Sie damals abgelehnt. Und nun wollen wir Ihnen quasi eine zweite Chance geben. Und zwar in einer Win-Win-Situation für alle. Und da hier alle vertretenen Fraktionen in der vergangenen Legislaturperiode die Notwendigkeit der Einlösung des Verfassungsauftrages anerkannt haben, glaube ich, ist das auch kein Problem. Und ich zitiere Dieter Wiefelspütz, SPD. Ich bin also sehr dafür, dass wir in Deutschland einen Diskussionsprozess organisieren, nicht nur hier im Parlament, sondern auch mit den Kirchen, um darüber zu reden, wie das geht. Die Abgeordnete Flachsbart, CDU/CSU, Gespräche, die eine solche Ablösung im freundschaftlichen Einvernehmen intendieren, würden wir uns nicht entziehen. Und selbst, hören Sie aufmerksam zu, Norbert Geis. Dazu sind Verhandlungen notwendig, mit dem Ziel, eine einvernehmliche Regelung zu finden. Josef Winkler, Grüne, wir sollten die Auseinandersetzung über Sinn und Zweck der Staatsleistungen und die rechtlichen Möglichkeiten ihrer Ablösung führen. Wenn wir in dieser Legislaturperiode die Kommission einsetzen, dann kann diese bis zum Ende der Legislaturperiode ihre Ergebnisse vorlegen. Wir alle könnten uns dann dazu verhalten und sogar mit konkreten Aussagen, in welcher Höhe Staatsleistungen noch zu zahlen sind, ob überhaupt noch Staatsleistungen zu zahlen sind, in die Debatte gehen. Wir könnten damit sogar in den Wahlkampf gehen, wenn wir es möchten. Und der nächste Bundestag kann dann auf der Grundlage der Empfehlung der Kommission das Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistung beschließen. Und wir alle hätten dann, bevor der Verfassungsauftrag 100 Jahre alt wird, diesen Verfassungsauftrag eingelöst. Meine Fraktion findet, dass es Zeit ist, dass er eingelöst wird. Und wenn ich noch mal auf die Debatte in der vergangenen Legislaturperiode verweise und die eben genannten Zitate Ihnen noch mal in Erinnerung rufe, dann sind ja eigentlich alle hier der Meinung, dass dieser Verfassungsauftrag eingelöst werden sollte. Lassen Sie uns, wenn das so ist, die Expertenkommission einsetzen. In der Kommission sollen Kirchenhistorikerinnen, Kirchen- und Verfassungsrechtlerinnen, Ökonominnen, aber auch Vertreterinnen der Länder und der beiden großen Amtskirchen mitarbeiten. Wir gehen mit diesem Antrag einen Schritt auf alle zu, nehmen alle Bedenken aus der vergangenen Wahlperiode auf,
machen einen konkreten Vorschlag für einen Weg, wie man den Verfassungsauftrag lösen kann. Mithin, aus sachlichen Gründen, kann eigentlich niemand diesem Antrag widersprechen. Und deswegen bitte ich Sie einfach, stimmen Sie doch diesem Antrag zu. Für die CDU-CSU-Fraktion hat die Kollegin Margaret Orb das Wort.